Der Grenzabschnitt ist Pionier-, Signal- und Nachrichtentechnisch vollständig ausgebaut. Im Raum der Hauptanstrengung ist der Grenzsignal- und Sperrzaun mit einer Hundelaufanlage und einer Lichttrasse kombiniert. Schwer einzusehende Geländeabschnitte sind mit Signalmitteln gesichert. Auf dem Hoheitsgebiet der BRD befindet sich ein Postierungspunkt der gegnerischen Grenzüberwachungsorgane. Personen, die ohne erkennbare provokatorische Absicht die Staatsgrenze verletzen, sind aufzufordern, das Hoheitsgebiet der DDR sofort zu verlassen. Vor der Zurückweisung ist nach Möglichkeit eine Fotodokumentation zu schaffen. Die Grenzverletzung ist dem Kompaniechef zu melden. Achtung! Hier sprechen die Grenztruppen der Deutschen Demokratischen Republik. Ich fordere Sie auf, unverzüglich das Hoheitsgebiet der Deutschen Demokratischen Republik zu verlassen. Ich muss ehrlich sagen, zu der Zeit, also weiß ich nicht, ich habe mich schon als DDR-Bürger gefühlt, fühle ich mich auch jetzt noch irgendwo. Ich habe auch eine ziemlich große Verbundenheit gehabt zu diesem Land. Also es war halt mein Land und es war mein Vaterland. Und weiß ich nicht, also war mal total stolz, das ist ein blödes Beispiel, aber wenn irgendwelche Sportler von uns gewonnen haben und da unsere Flagge hochgegangen ist und unsere Nationalhymne kam, also war schon, finde ich. Ich habe mich als Offizier der Nationalen Volksarmee der DDR gefühlt. Und auch natürlich als Verbündeter zur Sowjetunion. Wenn ich in Gnade war, schien die Sonne besonders schön. Und wenn ich in Ungnade war, dann bekam ich ganz besondere Prügel. Ich habe ja die gleiche Anzahl von Orden und von angedrohten und durchgeführten Parteistrafen, nicht? Und heute sage ich, Mensch, endlich vorbei. Auch das Leben mit einer Lüge vorbei. Dieses blinde Glauben vorbei. Meine Entwicklung in der DDR und die Tatsache, dass der größte Teil der Jugendfreunde, Familie, Verwandtschaft und so weiter dort lebte, der Kontakt nie abgerissen ist, hat mich nie zum vollgültigen Westdeutschen werden lassen. Und so hatte ich mein Vaterland doppelt. Im Großen und Ganzen habe ich mich in der DDR sicherer gefühlt als wie heute. Ich werde wahrscheinlich bis zum Ende meines Lebens in meinem Herzen DDR-Bürger bleiben. Ich werde wahrscheinlich zu denen gehören, die am letztmöglichen Tag ihren Personalausweis umtauschen. In diesem Saal sind insgesamt 11 Todesurteile in sogenannten politischen Prozessen gefällt worden. Sie sind ausnahmslos vollstreckt worden. Es sind hier über hunderte von Jahren Zuchthaus verurteilt worden, Existenzen, Familien vernichtet worden. Ja, ich bin mitschuldig an der Entwicklung der DDR bis hier im Untergang. Es waren 45 Jahre deutsche Geschichte, die ihren Ursprung im verlorenen Zweiten Weltkrieg hatten und die wir unterschiedlich erlebt haben. Aber wir dürfen auf keinen Fall uns unsere Vergangenheit amputieren lassen, weil dann setzt ein Phantomschmerz ein, der ganz, ganz schlimm ist. Wenn ich einmal frei sein werde, dann weiß ich nicht, wie wird es sein. Ich grabe meine Hände, oh Deutschland,
ganz tief in deine Erde ein. Weinend gehe ich durch die Straßen, mir ist, als wäre es ein Traum. Ich kann die Freiheit gar nicht fassen und müde lehnt mein Haupt an einem Baum. Und wenn die Leute mich dann fragen, wo ich so lang gewesen bin, dann kann ich leise ihnen sagen, ich war in Gottes Mühlen drin. Ich sah die Räder Furchen malen, tief in des Menschen Angesicht. Mit meinem Herzblut musste ich zahlen. Vergessen, vergessen kann ich nicht. Deutschland am Boden. Ein verführtes, ein geschlagenes, ein verzweifeltes Volk. Die Sieger besetzen das Land, teilen es auf und bestimmen zunächst allein. Was sollte nun werden? Also ich bin im August aus der amerikanischen Armee ausgetreten, als unsere Einheit nach Japan versetzt wurde und kam dann wiederum mit Hilfe der Amerikaner nach Berlin. Ich habe gearbeitet bei der amerikanischen Besatzungsmacht zunächst. Ich hatte für ganz Deutschland eigentlich noch keine konkreten Vorstellungen, sondern zunächst für die sowjetische Besatzungszone natürlich und dass wir ein sozialistisches Land sein würden. Aber dann habe ich begriffen, dass es nicht so schnell gehen kann. Ja, aber dort kam die Befreiung durch die amerikanische Armee. In Bayern war das Stabsried. Ja, und ja, das, wenn man mich fragt, was Freiheit, was bedeutet das? Es bedeutet überhaupt gar nichts. Und konnte mit dieser Freiheit zunächst mal gar nichts anfangen. Wir hatten natürlich schon viele Diskussionen in den Konzentrationslagern. Einmal war ich in Sachsenhausen, das andere 3 Jahre in Flossenbürg im Steinbruch. Und das hieß eigentlich ein Todesurteil. Was aus Deutschland werden soll, die erste Vorstellung war für uns natürlich, das darf nicht wieder sein, dass es also zwei Parteien gibt, in Arbeiterwährung, die sich gegenseitig bekämpfen und anstatt zusammenzugehen und damit das Unheil des Faschismus hätte man auf die Weise überwinden können. Ich hatte eine große Hoffnung, wie alle, sehr große Hoffnung und die war ja auch berechtigt. Die haben ja andere auch mit dran teilgenommen. Ich meine, die Welt insgesamt, nicht? Hat ja mit dran teilgenommen an dieser Hoffnung. Waren ja nicht, die DDR war ja nicht alleine. Wir kommen wieder in den Ostsektor Berlins. Wir kommen auch wieder in die Ostzone Deutschlands. Bravo. Am 15. September wird Konrad Adenauer zum Bundeskanzler gewählt. Ich führe es, so wahr mir Gott hält. 3 Wochen später folgt die DDR-Gründung. Und nur 6 Jahre später stehen sich beide deutsche Staaten in feindlichen Blöcken gegenüber. Berlin am Abend des 11. Oktober 1949. Der Jubel ist historisch wie dieser Tag. Es gab nun die DDR. Also ich habe bis Ende 1949 in der französischen Besatzungszone gewohnt, in Baden. Da waren die Existenzmöglichkeiten als Bildhauer nach dem Krieg waren da sehr schlecht, weil die liebten weder die Kommunisten noch die Preußen. Und da ich beides war, haben sie mir bei allen Wettbewerben, wo ich irgendwo teilgenommen habe, immer den Faden abgeschnitten, im großen katholischen Gelächter. Als ich hier ankam, sozusagen ein bisschen in Schwung kam, bin nach Riesa gegangen. Ich wollte sofort mal in eine Fabrik und nach Hennigsdorf. Und Hennigsdorf war also das Musterbeispiel, wo ich schon gemerkt habe, dass das Ding hier krank ist. Und zwar gibt es da die große Stahlwalzstraße und dann stand das ganze Ding mal still.
Und da war ich völlig verblüfft und habe gesagt, wieso wird das nicht irgendwie verrechnet, wenn ihr nichts produziert, dass ihr dann weniger kriegt, da haben die alle gelacht. Und was war das für Und da Sie? War für mich sonnenklar, dass ihnen das Werk nicht kein Volkseigentum war. Ulbricht, die SED übernehmen das stalinistische System. Die zentralistische Diktatur der Parteiführung, der Überwachungs- und Verfolgerstaat werden errichtet und existieren bis zum Ende der DDR. Der Begriff Volkseigentum bleibt eine Worthülse. In Übereinstimmung mit den Vorschlägen aus der Arbeiterklasse, aus der werktätigen Bauernschaft, aus anderen Kreisen der Werktätigen, hat das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands beschlossen, der zweiten Parteikonferenz vorzuschlagen, dass in der Deutschen Demokratischen Republik der Sozialismus planmäßig aufgebaut wird. Übereinstimmung. Mit wem? Selbstherrlich im kleinen Zirkel beschlossen und in Moskau abgesegnet. Nichts scheint die Pläne der SED-Führung aufhalten zu können. Und gestern hat uns die Berliner Arbeiterschaft gezeigt, Sozialismus und Volk sind zwei untrennbare Dinge geworden in Deutschland. In dieser Zimmerflucht in der zweiten Etage waren die Räume des Vorsitzenden der Staatlichen Plankommission, damals Bruno Leuschner, bei dem ich von 1952 bis 1957 als Sekretär und sein Bürochef gearbeitet habe. Es gab damals das Bon Mot. Dies war früher das Haus von Görings 5000 Uniformierten und ist nun das Haus von Leuschners 7000 Uninformierten. Man muss ja bedenken, das Jahr 52 war die Hoch- und Endzeit des Stalinismus. Aber in dieser Höhenluft des Apparates war es eben doch anders. Und Leuschner hatte mich gewonnen damit, indem er gesagt hat, also hier schreiben wir keine Leitartikel fürs neue Deutschland. Hier wird harte Politik und harte Wirtschaft gemacht. Und ich bekenne offen, dass es für einen Menschen von 22 Jahren, der brennend an Politik und am Weltgeschehen interessiert ist, eigentlich eine hinreißende und verlockende Tatsache war, ins Zentrum der Macht zu gelangen und erleben zu dürfen, wo und wie Weltpolitik gemacht wird. Die Sowjetunion war der erste Staat, der die DDR diplomatisch anerkannte. Botschafter Puschkin war... Anerkennung ja, aber Souveränität? Die Regierung ist von Moskaus Gnaden und führt aus, was dort befohlen wird. So kommt es zur Billigung einer neuen deutschen Ostgrenze. Mit dem Abkommen über die Oder-Neiße-Friedensgrenze wurde die dauernde Freundschaft zweier Völker besiegelt, die ihre Ausbeuter jahrhundertelang gegeneinander gehetzt hatten. Lassen Sie mich mit letzter Klarheit sagen, das Land jenseits der Oder-Neiße gehört zu Deutschland. Aufmärsche. Sie gehören bis zum Ende der DDR zum Ritual. Sie sollen den Gleichschritt von Führung und Volk beweisen und demonstrieren die Militarisierung der Gesellschaft. Und immer wieder auch der Schwur einer Freundschaft auf Leben und Tod. In dieser Stadt, von der Hitlers Krieg ausging, wehen heute die Fahnen der Friedenskämpfer. Ertönt heute der Ruf, Freundschaft für immer mit der Sowjetunion. Es herrschte in dieser Zeit eine Spaltung im Apparat. Es war die eine Gruppe, die 100% auf dem sowjetischen Kurs lag und ihn mit allem, was dort beschlossen und verkündet wurde, unterstützte. Und es gab eine andere Gruppe, dazu gehörte abgeschwächt der Bruno Leuschner, viel stärker der Industrieminister Selbmann und andere, die diesen Kurs nicht wollten. Die vor allem damals schon gesehen haben, dass die Umwandlung des ursprünglich gewachsenen Wirtschaftsprofils der DDR, die ja aus kleinen, mittelständischen, sehr rentabel arbeitenden und für den Markt arbeitenden Betrieben bestand, in Großbetriebe, die vorwiegend für den sowjetischen Bedarf produzierten, dass dies die DDR in eine schwere Krise bringen musste. Und aus der wollten sie eigentlich heraus. Ohne Stahl gibt es keinen Aufbau. Ohne Kohle gibt es keine Wärme, kein Licht. Deshalb werden immer neue Vorkommen erschlossen. Und alle Lebensadern führen in die Sowjetunion.
Der Kalte Krieg verhärtet die Fronten. Die natürlichen wirtschaftlichen Bindungen innerhalb Deutschlands sind seit der Spaltung weitgehend unterbrochen. Unbeirrt davon, dass Zehntausende Monat für Monat das Land verlassen, errichtet die DDR ihre am sowjetischen Vorbild orientierten politischen und wirtschaftlichen Strukturen und preist die angeblichen Erfolge in ihren Medien. Fernsehempfänger und Radioapparate, Textilien und modische Bekleidung, Beispiele für die vielfach gesteigerte Produktion in den vergangenen 5 Jahren. Und auch der Verbrauch ist gestiegen. Wir waren ja ein Staat der Planwirtschaft, in dem die Dinge alle planmäßig abliefen, in Anführungsstrichen. Wir sagten dann in unserem Lande, das lief trotz Planen, lief noch was, ja. Die Schwierigkeiten lagen darin, dass ich ein Arbeitsfeld hatte, das zu der sogenannten Leichtindustrie gehörte. Und die Leichtindustrie war das Gebiet, was in der DDR am wenigsten gefördert wurde. Und dazu war ich Privatbetrieb. Ich war also in der förderungswürdigen Kategorie der Betriebe die letzte Stufe. Dass ich trotzdem überleben konnte, verdanke ich einzig und allein der Tatsache, dass ich einen Export nach den nicht-sozialistischen Währungsgebieten hatte. Das heißt also auf Klartext, dass ich der DDR harte Devisen mit meiner Arbeit einbringen konnte. Das war eigentlich der Schlüssel des ganzen Geheimnisses. Obwohl wir ein sehr kleiner Betrieb waren, ein einziger Betrieb, das war für die DDR natürlich etwas Schönes, dass sie einen einzigen Betrieb hatte. Die waren nämlich der einzige und sind es auch heute noch der einzige Verlag, den es in der DDR und in Deutschland und darüber hinaus eigentlich in der ganzen Welt gibt, die Scherenschnitte in dieser besonders künstlerischen Form herzustellen vermochte. Für das Jahr 1958 legten wir der Kommission ein Bild vor, das sah dann so aus. Ich zeige es Ihnen mal hier in Großaufnahme. So, da können Sie es mal sehen. Um die Bedeutung dieses Bildes heute zu verstehen, muss man wissen, dass damals der Ziegenbart Walter Ulbricht gleichgesetzt wurde. Im Volk in der DDR war Ziegenbart gleich Walter Ulbricht. Und der Spruch, als ich ihn der Kommission vorlegte, erregte natürlich Bedenken. Und man fragte mich, was der Spruch bedeuten sollte. Der Spruch dieses Bildes lautete: Ein Pilz von ganz besonderer Art ist der bekannte Ziegenbart. Genießbar wohl, doch kein Genuss. Den echten Pilzen ein Verdruss. Mit Recht, ein Pilz, der Haltung wahrt, trägt einen Hut und keinen Bart. Es war eigentlich weiter gar nichts, ein kleiner politische Satire, ein kleiner politischer Scherz, den man hätte in einem normalen Staatswesen ohne weiteres hingenommen. Aber nun kam die ganz entscheidende große Schwierigkeit. Als ich nun den nächsten Kalender genehmigt haben wollte, dann bekam ich die Quittung. Sie konnten mir natürlich nicht sagen, Sie haben ja das Bild rausgebracht. Sie haben dann gesagt, Ihr Kalender hat eine mangelnde Bewusstseinsbildung. Und damit war der Kalender gestorben, obwohl er der begehrteste Kalender im ganzen Lande gewesen war. Und ich bekam keine Druckgenehmigung mehr. Und das bedeutete praktisch, dass die wesentliche Produktion für meinen Verlag damals aus war. Wir waren ja ein sozialistischer Staat. Es gab kein Privatkapital. Das bedeutete, dass alle Gewinne, die über ein Maß von etwa 20.000 Mark Nettogewinn hinausgingen, brutal und rücksichtslos weggesteuert wurden. Wir haben die Leninschen Lehren der Notwendigkeit der Basisdemokratie vergessen. Wir hatten zu wenig Kapitalismus im Gegensatz zu Lenins Maßnahmen. Lenin hat, sobald die Kriege zu Ende waren, eine kapitalistische Wirtschaft in der Sowjetrussland eingeführt und immer von der kapitalistischen Wirtschaft in Sowjetrussland gesprochen. Er hat immer gesagt, der Kapitalismus ist unser Feind, aber auch unser Lehrmeister. Auf dem Gebiet zum Beispiel der Wirtschaft, nicht? Ich würde heute natürlich mit dem Geschichtsblick des Jahres 93 schon sagen wollen, die DDR war, und das traf ja auch für die erste Phase der sowjetischen Besatzungszone zu, ein Teil der Sowjetunion. Ich will das mal mit Anführungsstrichen sein, aber sie war ja ökonomisch überhaupt nicht lebensfähig. Und da stimme ich mit Ihnen überein, seit 1945 nicht lebensfähig. Ohne diese vielen Lebensadern,
die ja auf allen Bereichen der Politik, Wissenschaft und Technik, Kultur, Militär und natürlich vor allen Dingen in der Wirtschaft von Anfang an existierten, wäre die DDR überhaupt nie entstanden. Der Aufbau des Sozialismus vollzog sich ja auch in bestimmten Konzepten, die von der sowjetischen Praxis ausgingen, Aufbau einer Schwerindustrie, Eisenhüttenstadt und so weiter und so weiter. Das kostete selbstverständlich auch bei einer Schwerindustrie in einem Deutschland, die wir nur 4 Hochöfen hatten gegenüber den 120 in Westdeutschland, hat das eine Unsumme gekostet. Das musste sich auf den Lebensstandard auswirken, hat sich auf den Lebensstandard ausgewirkt. Dann dieser unsinnige Beschluss über die 10% die Arbeitsproduktivitätssteigerung, die ja gar nicht machbar ist und so weiter. Also das sind Elemente, die auch im Inneren des Landes zu einer Unzufriedenheit geführt haben, zu einem Boden, der dann fruchtbaren Boden für diese Ereignisse, die sich dann abspielten am 17. Juni. Dass in dem ganzen Fluss auch Elemente mit nachher glaubten, ihr Süppchen zu kühlen mit Anzünden von Autos und Umstürzen von Versorgungskiosken, das ist leider gewesen, aber das hatte mit Konterrevolution in dem Sinne nichts zu tun. Der Hass, der sich auch auf Polizei und alles aufgespeichert hatte, der reagierte sich dort ab. Aber die amerikanische Seite oder der RIAS haben sich sehr zurückgehalten. Es gab keine Konfrontation zwischen der amerikanischen und der sowjetischen Seite. Auch nicht am Potsdamer Platz, wo ich in den Mittagsstunden längerer Zeit gewesen bin. Es gab ja dann die Abriegelung durch sowjetische Panzer. Der Aufstand beginnt in Ost-Berlin und greift auf Industriestandorte in der DDR über. Es sind vor allem Arbeiter, die auf die Straße gehen, im 4. Jahr der Arbeiter- und Bauernmacht. Die Rote Armee rettet Ulbricht und zeigt, wer Herr im Lande ist. Ein Trauma aber bleibt zurück, die Angst vorm Volk. Deshalb wird die Staatssicherheit, der Geheimdienst der DDR, hochgezüchtet und zum Schild und Schwert der Partei. Eckhard Bach hat mir die Frage gestellt, was wäre denn gekommen, wenn die Amerikaner und so weiter... Ich sage, das hätte den Krieg bedeutet. Damals wäre die Sowjetunion nicht bereit gewesen, auch nur ein Stück der DDR herzugeben. Das ist klar. Es gab dann bei Khrushchev bis zu seinem Ende, ja, gab es ja viele Überlegungen. Die Überlegung, wir müssen eine neue Führung in der DDR aufbauen. Es ging gar nicht im Augenblick darum, dass Ulbricht weg sollte. Wir waren eine Generation, zwar eine kleine Gruppe, von denen sie wussten, das könnten einmal später die Führer in der Partei sein, die Spitze. Ja? Und vielleicht wäre der Schirner mal dabei. 1956, dritte Parteikonferenz. Die SED löst sich nach dem 20. Parteitag der KPdSU nicht vom Stalinismus und sie verschweigt ihren eigenen Anteil. Diese Schuld trägt die SED nicht ab und schleppt sie mit sich bis zu ihrem Untergang. Erheben die Feinde ein wütendes Geschrei und richten ihre Hasstiraden auf unsere Partei, auf unsere bewährte Führung, das Zentralkomitee. Sie bedienen sich dabei. Auch Schirdewan, der zweite Mann nach Ulbricht, deckt die Lüge. Vor der Öffentlichkeit verborgen, hat ein Machtkampf im Politbüro begonnen. Es scheint, dass Moskau einen neuen Favoriten hat. Die in dem gegenwärtigen Gang der Entwicklung einen Ausdruck innerer Schwierigkeiten bei uns sehen, werden sich bald überzeugen müssen, dass die Partei stärker als je zuvor, reifer und noch geschlossener für die Ideen des Marxismus-Leninismus kämpft. Meine Überzeugung, dass ohne eine demokratische Entwicklung in der DDR, und zwar beginnend mit der innerparteilichen Demokratie, die durchgesetzt werden musste, oder mit der Frage des Parlaments, dass die Blockparteien, wir hatten ja nun einmal Nationale Front, die Blockparteien auch das Recht haben, ihre wahre Meinung zu sagen. Und Kritik muss ins Parlament. Und dann kam der schreckliche fünfte Parteitag. Vorher wurden wir dann als Revisionisten in politischer Unkultur also verdammt und als Konterrevolutionäre bezeichnet. Also der innere Bruch mit dem System reichte weit. Das Wichtigste war, dass intern um den zweiten Parteisekretär Karl Schirdewan, Fred Oelsner, auch wieder Industrieminister Selbmann, Notenbankpräsidentin Grete Witkowski und andere, wir Anhänger des Khrushchevschen Reformkonzepts waren, einer weitestgehend
Dezentralisierung der Wirtschaft. Volkswirtschaftsräte weg von der zentralistischen Verwaltung. Und dies stieß auf den energischen Kurs, den Ulbricht ging. Und ich merkte in der Untersuchungshaft, dass es eigentlich viel weniger um diese Beziehung zu meinem Freunde ging, sondern dass die Untersuchungsbeamten mich wohl zum Kronzeugen gegen diese Fraktion aufbauen würden. Und das war mir zu heiß. Und deshalb, nachdem ich aus der Untersuchungshaft rauskam, in der ich mir schon geschworen hatte, wenn du diese Mauern lebend verlässt, ist es gelaufen, blieb nur die Flucht übrig. Nicht immer musste so viel Fantasie wie für den Kartoffelkäfer-Thriller bemüht werden. Es gab sie ja tatsächlich, die Agenten mitten im Kalten Krieg. Ulbricht und seine Die Zahl der politischen Prozesse geht in die Tausende. Einige davon werden als Schauprozesse geführt und zur Abschreckung der Bevölkerung in Bild und Ton gezeigt. Hier verdient sich Hilde Benjamin ihre Sporen. Sie wird nach dem 17. Juni eine steile Karriere machen. Eines der Opfer des Rias-Prozesses ist Richard Bayer. Der Rias war der Rundfunk im amerikanischen Sektor von Berlin und für viele in der DDR eine wichtige Informationsquelle. Am 13. April 1955 bin ich diesen Weg genauso forsch gegangen, denn nicht unweit von hier war meine Arbeitsstelle. Ich kam von einem Ostseeurlaub zurück und wollte mit Schwung an die Arbeit gehen. Als ich an dieser Stelle hier von zwei Herren angesprochen wurde, sind Sie Herr Bayer? Ich habe kurz Ja gesagt, ganz überrascht, und fand mich Sekunden später in ein Auto gestoßen. Auf meine Frage, was soll das Ganze, bekam ich zur Antwort, halten Sie den Mund, das erfahren Sie noch früh genug. Wir stehen hier im Innenhof des Gebäudekomplexes, der in den 50er Jahren Sitz des obersten Gerichtes der DDR war. Hier fand vom 26. bis zum 28. Juni 1955 dort oben in diesem großen Saal der Schauprozess gegen Wiebach und andere, so hieß dieser Prozess, statt, ein Schauprozess gegen Rias-Agenten. Eigentlich war ich der einzige Rias-Mitarbeiter, wir fünf kannten uns alle nicht. Was die übrigen alles mit dem Rias zu tun hatten, das wurde im Prozess konstruiert. Heute wissen wir, wie dieser Prozess zustande gekommen ist. Das Hauptgebiet des Wiebach jedoch war die Militärspionage. Hier noch einmal seine Aussage dazu. Zwischen Peitz und Wilmersdorf sollte ich Militärtransporte feststellen. Die waren dort gemeldet. Dort stellte ich einen Transport fest. Ich gab die Zahl der Achsen bekannt. Zahl der Achsen? Die LKWs, die Zahl der LKWs. Und die darauf verladenen Fahrzeuge? Fahrzeuge. Weiter? Und SPWs, Schützenpanzerwagen bzw. Spähwagen. Als Angeklagter, Sie sind ein so versierter Militärspion, dass Sie immer mit Fachausdrücken um sich werfen, die wir nicht verstehen. Was heißt SPDs? SPW heißt Schützenpanzerwagen. Schützenpanzerwagen. Weiter? Wie war der Prozess? Keine Anklageschrift. Uns wurde mitgeteilt, die Anklageschrift, das ist die Anklagerede des Generalstaatsanwaltes. Ich wurde angeklagt, verkehrt berichtet zu haben über Volkswahlen, über Geschehnisse im demokratischen Sektor von Berlin. Ich hätte beispielsweise dem Rias mitgeteilt, welche westdeutschen Künstler im Osten auftreten, um Sanktionen gegen diese Künstler in die Wege zu leiten. Es waren im Grunde genommen Bagatellen, die angeklagt waren. Die Hauptsache war der Feldzug gegen den Rias. Wir haben nach der Wende ein Dokument gefunden, eine Hausmitteilung des Leiters der Abteilung staatliche Organe im Zentralkomitee der SED, von Herrn Sorge nicht selbst unterzeichnet, oder wie man besser sagen würde, vom Genossen Sorge nicht, denn er richtet dieses Schreiben auch an den Genossen Walter Ulbricht und klärt ihn 14 Tage vor dem Prozess über die Einzelheiten des Prozesses auf. Wer die Angeklagten sind, wie die Anklage lautet, beispielsweise bei mir ganze 5 Zeilen für ein Urteil, was später 13 Jahre Zuchthaus lautete. Und auf der letzten Seite, 14 Tage vor dem Prozess, wird Herrn Ulbricht mitgeteilt, dass erstens die Bevölkerung eingeladen wird, Betriebe, Delegationen, die Presse wie bisher gewohnt.
und dass der Genosse Melzheimer die Anklage vertritt, dass der Genosse Schumann den Vorsitz des Gerichtes übernimmt. Und dann kommt ein entscheidender Absatz. Folgende Urteile sind vorgesehen. Gegen den Hauptangeklagten Joachim Wiebach lebenslänglich. Walter Ulbricht reicht dieses lebenslänglich durch und schreibt darüber Vorschlag Todesurteil. Und drunter einverstanden Walter Ulbricht. Ich bekam 13 Jahre und bin von hier aus stehenden Fußes im wahrsten Sinn des Wortes in ein Auto geladen worden und nach Brandenburg gebracht worden. 6 Jahre und einige Monate war Brandenburg dann, in Anführungszeichen zu sehen, meine Heimat. Eine große Amnestie kam im November 1960. Da wurde ich von 13 Jahren herabgesetzt auf 7. Hätte also entlassen werden müssen, denn es hieß, jeder, der 2/3 seiner Haft verbüßt hat, wird freigelassen. Meine Entlassung erfolgte erst Ende August 1961, genau 14 Tage nach dem Bau der Mauer. Und damit war jeder Weg in die Bundesrepublik versperrt. Dies ist eine Mahn- und Versöhnungsstätte an die deutsche Einheit, an die Politiker. Schaut auf die Vergangenheit. Sie darf sich niemals wiederholen. Weil das so schlimm ist, sehen wir uns genötigt, am 13. August hier noch mal darauf aufmerksam zu machen, diese Stätte muss bleiben. Zwölf Jahre lang führte der Weg in den Westen über Berlin. 2,5 Millionen Menschen sind aus der DDR geflüchtet, weil es keine Anzeichen für ein Ende der Unterdrückung für sie gab. Das Land ist wirtschaftlich und politisch in einer tiefen Krise. In der selbstverschuldeten Not wendet sich Ulbricht an Moskau. Chruschtschow, die Warschauer Vertragsstaaten stimmen zu. Am Sonntag, dem 13. August 1961, beginnt die DDR mit dem Bau der Mauer. Für die Menschen in der DDR beginnt das Leben in einer geschlossenen Gesellschaft. Ich stehe hier vor Gesuch, dass es Menschen in Westdeutschland gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten, ja? Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Die Bildung der Mauer war für mich eine Notwendigkeit. Ich habe darin keine Krisenerscheinung der DDR gesehen. Das hing mit der Politik der BRD zusammen, die uns ja unter Druck gesetzt hat, die große Abwerbung vornahm in der DDR. Aus der heutigen Sicht sage ich, der Bau des antifaschistischen Schutzwalls war 61 richtig. War zunächst mal erleichtert, dass wir ökonomisch wieder rechnen konnten. Wir haben nämlich vorher gar keine Basis mehr gehabt, mit was wir überhaupt rechnen und mit was wir Pläne machen. Es war ja nicht einfach ein Abfluss von Menschen, sondern das waren Leiter, Intelligenz, Ingenieure, Ärzte, Wissenschaftler und so weiter. Also ein Qualitätsverlust, der uns natürlich stark bewegt hat hier. Die Details wurden dann in Moskau und zwischen NVA und Moskau wurden dann dort geplant und ausgeführt. Aber das war damals ein Beschluss des Warschauer Paktes, des politisch beratenden Ausschusses. Und er war für meine Begriffe damals erforderlich. Panzer in Berlins Straßen. Amerikanische Patton-Panzer bei uns, drüben sowjetische T-54. Sie standen sich sehr nahe gegenüber,
und der Berlin-Besucher konnte das Risiko unserer Erde an der Friedrichstraße im Modell besichtigen. Und das war eine kitzlige Situation. Da hätte ein dummer Schritt, hätte Auslöser für verhängnisvolle Folgen sein können. Aber ich glaube, man ging davon aus, dass es zu einer solchen Konfrontation nicht kommen würde. Denn nicht zufällig war ja auch der erste, russischen Sachen Echelon, also die erste Linie waren Kampfgruppen, erst die zweite war Armee und erst in der dritten war die Sowjetarmee. Wir schwören, nie und nimmer den Gegner auf seinem eigenen Territorium vernichten, das ist die Militärdoktrin des Warschauer Paktes. Durchgesetzt im eigenen Militärbündnis 1968 in der CSSR. Nationale Volksarmee, Rote Armee und Grenztruppen, mehr als eine halbe Million Soldaten auf dem Boden der DDR. An der Staatsgrenze Stacheldraht, Selbstschussanlagen, Minenfelder. Sie sollen die eigenen Leute abschrecken und Fluchtversuche in den kapitalistischen Westen verhindern. Das ist die Grenze zwischen dem Profit und unserer Macht. Das ist die Grenze, die dem Feuer trotzt und der Lüge lacht. Das ist die Klassengrenze, welche sich mal diese Welt durchquert. Das ist die Klassengrenze, wo immer Rote Front die Waffe hält. Ich habe eigentlich also diesen Blick nach drüben überhaupt nicht so gehabt. Und mit der Mauer, naja, die war halt da und damit... Ich bin da geboren worden, da war die schon da und ich bin damit aufgewachsen und naja, das war für mich also eine Normalität. Ich habe eigentlich auch nie so richtig hinterfragt, warum die da war. Hatte ich ja vorhin schon erzählt, diese Sache, dass man halt irgendwann in der 6. Klasse im Geografieunterricht sitzt und sich so die Karten von England und Irland und, weiß ich nicht, Amerika anguckt und denkt, oh ja, da würdest du eigentlich gerne mal hinreisen. Dann liest man Bücher, die in diesen Gegenden spielen und fragt sich eigentlich, warum eigentlich nicht? Also, ich liebe mein Land und würde immer wiederkommen und kann trotzdem nicht raus. Also, da hat man das erste Mal so irgendwie gefragt. Ja, es ist eigentlich eine sehr traurige Geschichte. Die Sache fing an mit der Geburt unseres Sohnes. Wunschkind, Sohn, nach 3 Jahren Ehe wird der Thorsten geboren. Es gibt Probleme, schwere Entbindung. Und am Ende aber hatten die Ärzte im Westend Erfolg. Sie konnten ihn operieren. Thorsten wurde ernährt. Also praktisch kriegte er eine vorgeschriebene Heilnahrung und Medikamente und konnte dann im Juli 61 unter großen Auflagen nach Hause entlassen werden. Also plötzlich wurde am 13. August 61 die Mauer gebaut. Das bedeutete für den Thorsten Stopp sämtlicher Medikamente, Stopp der Heilernährung. Und das hatte sofort einen Rückfall zur Folge. Ohne uns noch vorzuinformieren, wurde er zurückverlegt zu den Ärzten nach dem Westend. Auf der einen Seite war das für mich ein Hoffnungsschimmer. Er ist wieder in den Händen, wo er hingehört. Auf der anderen Seite war das eine große Trennung von ihm. Und am Anfang habe ich noch gar nicht kapiert, was es eigentlich bedeutet für mich, dass der Sohn nun plötzlich wieder dort bei den Ärzten ist. Ich bin ja davon ausgegangen, jetzt setzt eine ganz normale Geschichte ein. Ich gehe zu den Ämtern, ich besorge mir einen Passierschein und kann meinen Sohn besuchen. Aber dem war nicht so. Wir hatten das Gefühl, je nach Lust und Laune haben die jemanden fahren lassen. Und die haben dann auch klipp und klar in einem Gespräch gesagt, beim stellvertretenden Präsidenten in der Hans-Beimer-Straße damals, meine Frau dürfte ab und zu fahren, aber ich auf keinen Fall. Und weil ich diesen Kampf nicht ertragen konnte, habe ich natürlich auch nach einer Form, einem Weg gesucht, wie komme ich gänzlich zu meinem Sohn, mit meinem Mann, der überhaupt nie mitreisen durfte. Und ich habe eigentlich selber immer festgestellt, dass ich überall zwischen zwei Stühlen stehe. Ob ich jetzt hier bin, in Ostberlin oder damals in der DDR gewesen bin, von der Regierung schief angeguckt worden bin, weil ich eben, wie gesagt, ab und zu mal drüben war, weil ich drüben auch im Westen behandelt worden bin. So nach dem Motto, ich würde hier die Gesundheitswesen nicht akzeptieren. Wir wären doch eigentlich im Grundprinzip auf dem größten Stand. Trotzdem habe ich aber nicht feststellen können, dass meine Gesundheit besser ist. Wenn ich dann aber auch wieder drüben war, um den Behandlungen nachgehen zu können, oder wenn es dann geklappt hat, bin ich drüben wieder schlecht angesehen worden, weil entweder ich bin DDR-Bonze, sonst wäre ja nicht die Möglichkeit, dass ich rüberfahren kann. Oder ich muss irgendwann anders gewesen sein,
oder vielleicht auch wieder ein Geheimagent. Also man wusste im Grundprinzip eigentlich nicht, wie man sich darstellen sollte. Wir haben uns bemüht, Pässe zu kriegen, Pässe zu fälschen zu lassen und mit Hilfe von gefälschten Pässen hier die DDR zu verlassen, um zu unserem Sohn zu kommen. Der mögliche Weg mit den gefälschten Pässen wurde entdeckt. Das bedeutete für uns das aus. Wir konnten sie nicht einsetzen, nicht nutzen, wir kamen nicht weg. Also haben wir natürlich rumgehört und hörten damals, dass eben Tunnel gebaut wurden. Wie kommt man da ran und. Den antifaschistischen Schutzwall nannte die SED die Mauer. Waren es denn Faschisten, die jenseits der Mauer lebten? Oder etwa jene, die die DDR verlassen wollten? Dann kam, 1963 die Inhaftierung, weil, wie gesagt, Studenten, die wir kennengelernt hatten, nach wie vor weg wollten, entdeckt wurden, gesagt haben, dass sie mit uns mal Kontakt hatten und dadurch wurden wir inhaftiert. Es kam 4 Jahre Zuchthaus dabei heraus. Jeder 4 Jahre. Sie wollten, und das hat man uns ja oft gesagt, umerziehen. Wir hätten falsch gehandelt. Wir sind wegen fortgesetzten, gemeinschaftlich handelnden, illegalen Verleiden zum Verlassen der DDR. Im Prinzip wollten wir nur unseren Sohn im Krankenhaus besuchen. Und dafür gab es keinen offiziellen Weg. Und dieser Staat hatte regelrecht Existenzangst. Also der Gedanke war ja schon immer da. Der ist ja in dieser ganzen DDR da gewesen von jedem Menschen. Wie wäre es, wenn ich im Westen leben würde? Und da ist natürlich sofort, denkt man darüber nach, okay, jetzt lassen sie uns nicht raus, jetzt dürfen wir nicht. Wir haben Angebote gehabt zu konzertieren, die haben uns nicht gelassen. Dann haben wir gesagt, okay, jetzt verlassen wir das Land und haben das durchgespielt, kollektiv natürlich in der Band. Und haben festgestellt, dass das überhaupt nicht geht, weil wir dort fremd sind und dort mit Sicherheit nicht mehr das machen können, was wir jetzt tun. Und da haben wir das weggelassen. Sag mal so, die meckert haben wir alle über den Osten, wa? Meistens sehnt man sich ja immer nach dem, was man nicht kriegt. Und die Mauer ging, war auf der anderen Seite, da konnte man hin, also hatte man das Bedürfnis gehabt, da hinzusehen. Und soll man mal wirklich, wie man da hinlegen, wenn man wirklich die ganzen negativen Seiten da gesehen hätte, wie ihnen das vom Westen vorgegaukelt wurde, dann hätte man gesagt, oh Scheiß, lass bloß die Mauer wieder stehen. Also mich hat es damals nicht so sehr gestört. Was mich gestört hat, eben, dass ich eben nie so sehr verreisen konnte. Ich hatte das Geld und konnte es im Prinzip teilweise nicht ausheben. Ich habe hier Klamotten gekauft, bis zum jetzt nicht mehr. Heutzutage, wenn ich abends in der Disco hier irgendwo hinrenne, treffe ich gar keinen Menschen mehr an, weil sie alle keine Kohle haben. Viele sind arbeitslos aus der Verwandtschaft, aus der Bekanntschaft. Das hat sich schon zum Negativen geändert. Aber ich persönlich jetzt, ich komme mit meinem Geld klar, ich komme auch so gut klar. Also mir geht es nicht schlechter, auch nicht wesentlich besser. Also wie Frau Kohle sagt, hat allen jetzt besser, das finde ich auch Quatsch. Also ich wollte auch nie weg hier, also weil manche dann, oh, ich reise aus und alles scheiße hier. Das ist im Prinzip der Alter ist woanders und nie anders. Also wie gesagt, wäre das so vonstatten gegangen, wie sich das mal Lenin und Marx sich ausgedacht haben, das war ja alles für eine schlechte Theorie. Aber das war halt nicht so. Die Menschen sind eigentlich viel zu, die streben immer nach Höherem, nach Besserem und jeder will das meiste haben und so was im Sozialismus ja auch gemacht. Und wenn man sich mal heute das anguckt, jeder will nur, denkt an sich selber, gar nicht mal an den anderen. Und wo sollen das doch hinführen? Da muss das ja alle kaputt gehen. Im Prinzip sehe ich da oben in den Bundestag oder in den Politikern, kann da nicht aufschauen zu den Politikern. Also die DDR, das war ja Sozialismus, oder sollte einer sein. So, das war so ein, wir sind damit aufgewachsen, das war für mich, war so ein gezwungener Muss, aber ich fand das nie als schlimm. Also nicht, dass ich jetzt USA nicht mehr Hals zurückgetragen habe, im Gegenteil, das haben wir noch, wenn wir irgendwo hingegangen sind, haben wir das in der Tasche gesteckt, haben wir das versteckt, weil das war ein Zwang dahinter. Pfingsten 1989, die Hausherren von morgen, wie es im offiziellen Sprachgebrauch heißt, demonstrieren sie ihre Verbundenheit mit Partei und Regierung? Und ihr werdet, davon sind wir fest überzeugt, das Banner der sozialistischen Revolution über die Schwelle zum Jahr 2000 tragen. Glaubten Sie dem Propheten, war das Ihr Sozialismus?
Also soweit ich mich erinnern kann, also mit dem, der da existierte, hatten die überhaupt ja nicht am Hut. Also da bin ich ganz sicher. Also mit diesem Sozialismus und mit diesen Phrasen von wegen Sozialpolitik und Wirtschaftspolitik und irgendwelche Hauptaufgaben. Und das habe ich bis heute nicht begriffen, was die damit gemeint haben. Diese Sprechblasen waren allgegenwärtig. Allerdings hatten die Leute schon sehr, sehr viel am Hut mit Sozialismus im Sinne von, also im besseren Sinne. Von Demokratie, von Meinungsfreiheit, von Reisefreiheit und diese ganzen Geschichten. Also ich habe immer gesagt, ich dachte immer, der Kommunist sein ist eigentlich eine aggressive, offensive, mutige Kampfgeschichte oder auch geistige Auseinandersetzung. Und nicht eine, die vor jedem, der falsch hustet, Angst hat. Ja? Und darauf konnte mir keine Antwort geben. Ich habe gesagt, was habt ihr denn eigentlich vor der Jugendangst? Dann lasst ihr die über Karl Marx statt. Da gab es so einen Auslieferungslader, da wurden die ausgekauft, nicht? Die hier nicht gut taten. Und da habe ich gesagt, ich betrachte das als eine große Familie. Wenn ich eine große Familie habe und zwei tun nicht gut, dann stelle ich die doch nicht auf die Straße. Jemand muss sie doch haben. Wer hat sie denn dann, wenn sie draußen sind aus meinem Haus? Und wer hat die, die ihr raussetzt? Ihr wollt doch die Welt gewinnen mit der Idee. Da könnt ihr doch nicht die, die nicht gut sind, nun einfach vor die Tür setzen. Entweder man nahm diese Position an, er wurde ein Opportunist und hat da also diese Thesen mitgemacht. Oder man verließ das Land, man konnte das nicht aushalten, man verließ das Land. Oder eben man versuchte also mit vernünftigen Argumenten etwas zu verändern, dagegen anzugehen. Naja, ich müsste da die bildende Kunst ein bisschen ausnehmen, weil die bildende Kunst hatte immer so einen gewissen größeren Freiraum, weil sie ja nicht mit dem Wort Millionen erfasste, sondern immer nur einen engen Umkreis. Ja? Aber wenn ein Film abgesetzt war, dann waren eben doch Spur der Steine, der ist ja erst gelaufen, nicht? Und dann wird er abgesetzt, das ist natürlich Sturm. Also ich habe ja dann ein riesiges Parteiverfahren gehabt mit diesem wegen Habermann und diesen ganzen großen Gesellschaften hier in meinem Haus mit Biermanns Gesängen. Und war das ja, es war Treffpunkt. Weil er da draußen war und da war noch die Grenze, da kam ja keiner hin. Und dann haben wir das hierher verlegt und hier konnten ja alle kommen, wer kommen wollte. Und diese Machtposition, und das habe ich eben nicht begriffen. Ich meine, Biermann ist auch Kommunist, ja, und Biermann, den hätten sie für sich kriegen können. Also haben wir halt immer gesagt, ich würde nur heute in die SED eintreten, nehmen würden. Die haben sich der Chancen begeben, überhaupt irgendwas lebendig zu machen. Ich denke heute so oft darüber nach, also was für Zeit und für Engagement und für Emotionen wir also opfern mussten, um uns über so eine These über den sozialistischen Realismus in der Musik auseinanderzusetzen. Der Eisler hat dann, er ist ja immer als Kronzeuge benannt worden, aber er hat immer gesagt, also er weiß auch nicht, was eine sozialistisch-realistische Flötensonate ist, ja. Ich habe von da an auch gesagt, ich bin also nicht bereit, in irgendeiner einzelnen Leitung auch nur annähernd mitzuarbeiten, also nur in Gremien, die also allgemein sind, die nicht von der Partei bestimmt werden, weil ich mich Mehrheitsbeschlüssen nach dem 11. Plenum nicht mehr fügen kann. Also ich kann nicht idiotischen und dummen Beschlüssen, ob das so Kafka oder diese Kunst oder jene Kunst ist oder diese Einschränkung, das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Aber so eine Entwicklung, auch eine Kunstentwicklung, lebt ja von solchen Widersprüchen. Sie hat aber auch sozusagen die Kunst war, man konnte, die Leute haben aus der Kunst Botschaften herausgeholt. Und ich glaube, wir auch selbst in der Musik, wir haben verschlüsselte Botschaften da hineingegeben. Wir mussten das anders tun als die Schriftsteller, die konnten da direkter sehen. Und ich glaube, da gab es so ein wunderbares Abkommen, also zwischen dem Hörer und den Künstlern. Und das ist in der DDR meistens was gewesen, was eben mehr oder weniger versteckt Gesellschaftskritik untergebracht hat. Insofern, das waren so Dinge, also es gab Kunstformen und dazu gehört auch die Rockmusik, die also Dinge geleistet haben, die Presse und die Medien nicht geleistet haben, beziehungsweise auch nicht konnten offensichtlich. Also das ist schon, ich glaube, diese ganze DDR ist, auch die ganze Kunstentwicklung, ist ein sehr widerspruchsvolles, ein sehr merkwürdige Entwicklung gewesen. Ich glaube, erst einmal glaube ich, der Unterschied zwischen der früheren DDR und der jetzigen Bundesrepublik ist, dass eigentlich schon in der Verfassung, so fragwürdig die auch gewesen sein mag, aber von Anfang an die Kunst
einen gesellschaftlichen Stellenwert gehabt hat. Und ich glaube, das haben wir den Immigranten zu verdanken, die damals gekommen ist. Ein Brecht, ein Heinrich Mann. Die haben das, glaube ich, damals festgeschrieben. Anna Segers. Geist und Macht, ein Widerspruch. Die Parteiführung sucht die Nähe der Künstler. Sie macht sie auch nach Bedarf zu Sündenböcken. Und Künstler suchen die Nähe zur Macht, wenn sie etwas erreichen wollen. Da meine ich nicht nur, wie Sie ja alle wissen, allein das politische Leben. Auch das Menschengesicht, auch das Korn, auch die Freude und auch die Liebe. Alles muss richtig dargestellt sein. Dieses Richtige hat freilich viele Varianten. Doch es sind die Varianten aus einem sozialistischen Lebensgefühl. 1971, 8. Parteitag der SED. Wenige Tage zuvor wurden die Mitglieder des Politbüros in die sowjetische Botschaft geladen. Dort erfuhren sie Moskaus Entscheidung. Ulbricht, der sich eigensinnig immer mehr als der dienstälteste Führer des sozialistischen Weltlagers aufspielt, wird abgesetzt. An seine Stelle tritt Honecker, der versprochen hat, die DDR wieder näher an die Sowjetunion heranzuführen. Er verkündet seinen neuen Kurs, die Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik. Die Menschen schöpfen Hoffnung. Nichts wird bei uns um seiner selbst willen gemacht. Alles, was wir tun, dient dem Wohle unserer arbeitenden Menschen. Der 8. Parteitag beschließt die Strategie zur Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft in der DDR. Tja, meine Ausbildung begann bei der Armee 1972. Da habe ich geschult auf der L-29. Das war ein Strahltrainer. Und 1974 dann die MiG-15UT und MiG-17F. Ja, und 1979 habe ich umgeschult auf den MiG-23 und die letzte Umschulung war ja 84 gewesen auf die Su-22. Im Prinzip die letzten Typen, das waren alles Jagdbombenflieger gewesen. Ja, was die Ausbildung gekostet hat, ist schwer zu sagen. Die Umschulung, glaube ich, auf die Su-22 in der Sowjetunion, da war ich ein Vierteljahr gewesen, die hat, glaube ich, 1 Million gekostet. Das Fliegen ist eigentlich ja wie Fahrradfahren, das verlernt man nicht so schnell. Sicher, im Trainingszustand wird es ein bisschen weniger, ja, aber ansonsten verlernt man das nicht. 5 Minuten bin ich angezogen. Los. Tja, als ich das letzte Mal anhatte, da war ich Oberstleutnant gewesen und Steuermann eines Geschwaders. Dann kam die Bundeswehr, ja, da war ich Oberleutnant. Wir haben in einem Staat gewohnt, das war unser Staat gewesen. Und ich sage mal, ich habe mich in diesem Staat wohlgefühlt und ich habe diesen Staat gedient. Da kann ich nicht sagen, dass irgendetwas umsonst geworden ist oder umsonst war. Man muss natürlich mit den Verhältnissen heutzutage muss man zurechtkommen. Man muss auch bestimmte Sachen, seine Meinung ändern. Man muss in der Lage sein, sich zu ändern, von mir aus sich zu wenden. Wenn mir jemand sagt, ich bin Wendehals, in gewissen Punkten sage ich, jawohl, er hat recht, weil ich in der Lage war, ein Wendehals zu sein und meine Meinung zu bestimmten Problemen oder Fragen zu ändern. Wir müssen solche militärische Meisterschaft erringen, dass wir ständig besser sind wie unser Gegner, damit er es nie wagt, uns anzugreifen und wir unseren Sozialismus in Frieden aufbauen können. Und deshalb trainiert er auch das, was er nicht besonders mag. Stellt er sich der täglichen Herausforderung, um jederzeit gefechtsbereit zu sein. Ob mir das nur, was weiß ich, jahrelang eingeredet wurde oder was, ich war davon überzeugt und eigentlich denke ich auch jetzt noch so, dass diese beiden Gesellschaftsordnungen, die dort existierten, sich eigentlich feindlich gegenüberstanden.
wenn man in der Armee dient, machen wir uns nichts vor, muss ich mich auf den Krieg vorbereiten, wenn ich dort drinne. Es bleibt im Endeffekt eine Vorbereitung auf den Krieg. Ja, das ist meiner Meinung nach heutzutage nicht anders, als es früher war. Als Marxisten-Leninisten sind wir selbstverständlich weit davon entfernt, den Gegner etwa zu unterschätzen. Im Gegenteil. Wir bleiben wachsam, halten das Pulver trocken und leisten so unseren Beitrag, um die militärische Überlegenheit der Warschauer Vertragsstaaten über den imperialistischen Klassengegner ständig zu sichern. 1971 hatten 28 Staaten diplomatische Beziehungen zur DDR. Jetzt waren es nahezu alle Länder der Welt. Die Zeit der friedlichen Koexistenz der neuen deutschen Ostpolitik. Man scheint sich abgefunden zu haben, auch mit der Existenz von zwei deutschen Staaten. Berlin-Abkommen, Grundlagenvertrag, Aufnahme beider deutscher Staaten in die UNO. Die DDR hat das Klassenziel erreicht. Weltweit ist sie als souveräner Staat anerkannt. Honecker sitzt nun am selben Tisch mit den Führern der westlichen und der östlichen Welt. Fortan wird er seine persönliche Hauptaufgabe in der Außenpolitik sehen. Ich sage es eindeutig, wäre es zu einem Ernstfall oder Ähnliches gekommen, ich hätte den Finger krumm gemacht. Das war mein Staat, diesem Staat habe ich gedient und für den Staat hätte ich auch gekämpft. Und da hätte ich den Finger krumm gemacht. Ja, wir haben das mitbekommen, damals die Polenkrise. Und wir hatten auch erhöhte Bereitschaftsstufen gehabt. Es ging sogar so weit, dass ein Teil im Bunker direkt neben dem Flugzeug geschlafen haben. Es ging natürlich auch unter uns theoretische Varianten, so eine Phase eines Manövers auszunutzen. Ein Truppenübungsplatz im Südwesten der Volksrepublik Polen. Stäbe von Truppenteilen und Verbänden der Sowjetarmee und ihrer polnischen Waffenbrüder sind bereit, gemeinsam Gefechtsaufgaben zu erfüllen. Wie im bisherigen Verlauf der Kommandostabsübung Sojus 81 demonstrieren sie an der Seite ihrer Kampfgefährten der Nationalen Volksarmee und der tschechoslowakischen Volksarmee ihre hohe Einsatz- und Gefechtsbereitschaft. Wir waren natürlich verärgert über die Entwicklung in Polen. Und da gab es eine interne Politbüro-Sitzung, wo wir über die Lage in Polen gesprochen haben. Und wo Honecker um die Vollmacht gebeten hat, alle Schritte einzuleiten, dass da nichts passieren kann, ohne dass er das Politbüro noch mal fragen muss. Und die Zustimmung wurde ihm gegeben. Es gab zusätzliche Grenzsicherungsmaßnahmen seitens der Armee als auch des MFS, um zu verhindern, dass bei Ausrufung des Ausnahmezustandes ein Zustand an der Staatsgrenze zur DDR entsteht, der dann nicht mehr kontrollierbar gewesen wäre. Das will ich jetzt auf einmal nicht glauben, aber dass Honecker damals die Idee hatte, auch mit militärischen Mitteln zu verhindern, dass Polen ausbricht. Also unter anderem auch Einmarsch. Mir ist aber bekannt, dass die Sowjetunion diesen Gedanken nicht getragen hat, sondern aus Erkenntnissen von 1968 der CSSR bestrebt war, eine politische Lösung in Polen herbeizuführen. Und ich war dann glücklich, als der Jaruzelski das Kriegsrecht ausgerufen hat. Damit war das alles liquidiert. Ja. Ja, wir tun alles für den Frieden. Wir sind friedliebende Menschen. Und unser ganzes Leben gehört bis zum letzten Blutstropfen, bis zum letzten Atemzuge unserer herrlichen sozialistischen Heimat. Ich denke immer, dass nicht uns Alten, aber den jungen Leuten, die haben doch alle Vorzüge genossen. Sie konnten billig bauen, die Eigenheime mit 1% verzinst. Ja, sie haben für 46 Mark eine Zwei-Zimmer-Wohnung gehabt.
Die Kinder hatten alles frei, Kindergarten, Schule, alles. Wir haben uns doch manchmal als denkender Mensch gefragt, wo kommt das alles her? Wir Alten, nicht die Jungen. Und nun fehlte denen eben noch der Glanz der Glibber zu ihrem, ich nenne das mal bescheidenen Wohlstand, fehlte ihm nur noch das Westliche. Und da haben sie nur angenommen, sie können das hier alles weiter genießen, billig wohnen, alles billig, billig, billig bauen. Und dann aber noch dazu, haben sie gedacht. Und nun, ja, obwohl wir ja im Verhältnis zu heute wenig Rente gekriegt haben, aber wir brauchten noch keine Angst haben. Wir waren ärztlich versorgt. Und wenn wir wirklich ein Pflegefall wurden oder im Altersheim, für 130 Mark. Und wir hatten dann noch 200 Mark und noch mehr für uns. Das haben wir doch alle eingesehen, dass das kein Staat kann für das Geld. Probleme hat jede Zeit. Ob die gewesen oder die jetzt kommt oder... Wir beide haben ja nur noch mitgemacht vom selbstständigen Bauern in die LPG. Das ist natürlich erst eine Unsicherheit. Man musste sich irgendwie unterordnen. Ja. Ja. Man war nicht mehr selbstständig, man konnte nicht machen, was man wollte. Unser Dorf und wir hier, wir hatten einen guten Betrieb, das lief. Gutes Vieh, gute Ernten. Und da war kein Grund, in der LPG zu gehen. Und es ging gut und wir wollten noch nicht. Dann sind wir richtig bearbeitet worden, Versammlungen gemacht, auf der Straße mussten wir zusammenkommen. Und dann hatten wir uns das schmackhaft gemacht, wie das schön werden kann in der Genossenschaft. Es ging nicht anders, der sozialistische Frühling war da, also das sollte werden und ist auch was geworden. Im März 60 war dann die EBG bei uns hier. Dann haben wir den kleinen Schritt gemacht, haben wir erst die UBS gebildet, hat jeder noch sein Vieh behalten und Acker zusammen. Und das war eben dolle Durcheinander. Leute, die ihr Soll nicht erfüllen konnten, und das war ja bei Ulbricht, 53, da war es ganz schlimm. Vor dem 17. Juni, da wurden Bauern eingesperrt. Und dann sind die anderen haben mitgekriegt, dass was los ist, ab ja auch nach drüben. Ja. Vor Angst eigentlich. Vor Angst. Im Gefängnis gehen, also gehen wir. Ja. Das hat ja Bauern gegeben, die haben geflüchtet. Und der Pferde und Fluch stand auf dem Acker und der ist weggelaufen. Weil er gesehen hat, die grüne Miller kam ins Dorf. Ne? Und also ich will heute sagen, von mir aus so war das wahrscheinlich Politik. Das war die Politik, da ranzukommen an die Bauern. Denn wenn die wollten so gar nicht und irgendwie musste das gehen. Das war die schlimmste Zeit. Das war die schlimmste Zeit. In den 50er Jahren. In den 50er Jahren. Ja. Aber eigentlich haben wir uns das ja auch erarbeitet, dass es besser kam. Priborn war keine einfache landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft. Es war die LPG des Chefs des Bauernverbandes der DDR, sein Lebensinhalt. Wir bewirtschaften 4000 Hektar, hatten 8000 Schweine, 2700 Rinder. Ja, gearbeitet haben früher hier rund 400 Menschen in der Landwirtschaft, in der Pflanzen- und Tierproduktion. 37 Jahre bin ich Vorsitzender gewesen. Ja, die LPG war alles. Die war Arbeitsstelle, die war kulturelles Zentrum, soziales Zentrum. Also die LPG war eine Heimstatt für die Bewohner. Ja. Ja, wir haben ja auch fleißig gearbeitet. Ja. Und so haben wir mit allen Problemen, die sich entwickelt haben, sind wir doch immer wieder zu einem annehmbaren Leben gekommen. Ich bin ja immer in führenden Positionen auch gewesen. Die ersten Zweifel kamen mir so 1970. Ja. Wie begonnen worden ist, ökonomische Gesetze zu verletzen. Ich sage das ganz bewusst. Das Wertgesetz, das wirkte im Sozialismus genauso wie in einem kapitalistischen System.
Und wir begannen uns langsam uns aufzuessen, ja. Es wurde gefälscht, unsere Bilanzen wurden gefälscht. Und so hat man mit mir sehr viel diskutieren müssen, ja, über die einzelnen Etappen, die wir dann durchgemacht haben. Den größten Fehler sehe ich dann, ja, in dem Gigantismus, der dann angestrebt worden ist. Ich würde sagen, das ist unverzeihbar. Das habe ich nie voll verwunden. Die Trennung von Tier- und Pflanzenproduktion. Ich war immer der Meinung, das ist eine Einheit, Tier und Boden. Aber wenn man von der Produktivität ausgeht, das heißt vom Boden, wurde er doch in der ehemaligen DDR effektiv genutzt. Ja. Jeder Quadratmeter wurde effektiv genutzt. Ich meine, die Leute sind nicht verhungert, ganz im Gegenteil. War natürlich teilweise recht knapp mit Obst, weil eben dann doch mehr auf Äpfel beschränkt war, auf Kohl beschränkt war. Rotkohl und Weißkohl. Das ist jetzt das Teuerste. Genau. Das Billigste. Und die Graupalle hatte zwei Kassen, eine für Rotkohl und eine für Weißkohl. Ja, Beziehungen waren alles. Wenn sie was geboten haben, haben sie auch was bekommen. Ja, natürlich, mit Beziehungen haben sie alle. Hat jemand irgendwas gesucht und im Tausch gegen blaue Fliesen, da wusste jeder, das sind die 100 Mark West, nicht? Ja. Na, hinter der ungarischen Salami musste man hinterher sein, beispielsweise. Ja. Die gab es in Königs Wusterhausen nicht, das gab es aber in Berlin ab und zu. Ja, da gab es hier speziell einen Laden, wo es eben solche spezielle Wurst- und Fleischsorten gab. Aber Bückware war bei uns eben beispielsweise Schweinefilet. Nicht? Das war eine Rouladen. Das war bei uns Bückware. Billig waren alles, was bei uns in der DDR hergestellt wurde. Kohl, ja, Kilo 50, 90 Pfennig. Kohlrabi, 30, 40 Pfennig. Also alles, was bei uns in der DDR hergestellt wurde, war relativ preiswert. Auch Werderkirschen waren billig. Überhaupt Saison war, Schütt war immer billig, ja. Und ich bezahle lieber jetzt für ein Brot 3,80 Mark als 85, wenn ich ihn nicht mehr tauschen. Ja. Meiner Meinung nach dürfen wir auch nicht verkennen, dass mit dem 8. Parteitag auch Dinge ausgelöst haben, die ökonomisch nicht untersetzt waren. Man kann das nicht umdrehen. Man kann nicht verlangen, dass von der Partei sozialpolitische Forderungen gestellt werden und die Ökonomie soll das absichern. Umgekehrt. Die Ökonomie muss die Höchstleistungen bringen. Aus diesen ergeben sich dann die Leistungen, die möglich sind und notwendig sind für die Realisierung eines sozialpolitischen Programms. Durch diese Umkehrung ist ja auch der Schuldenberg gewachsen. Ja? Wir hatten keine konvertierbare Währung. Wir hatten keine Devisenreserven. Wir hatten keine Motivation für die Masse der Bevölkerung, wirklich Höchstleistung zu vollbringen. Wir hatten eine zurückgebliebene Arbeitsproduktivität gegenüber der Bundesrepublik Deutschland. Wir waren nicht konkurrenzfähig auf vielen Zweigen der Volkswirtschaft. Wir hatten ein völlig überzogenes, nicht bezahlbares Sozialsystem. Unter diesen Bedingungen brauchten wir unbedingt ein Atemholen. Da brauchten wir eine Veränderung der Situation. Und in diese Situation hinein sind dann auch noch Probleme gekommen der Rohstofflieferung. Die UdSSR hat die Erdöllieferung von 19 auf 17 Millionen Tonnen gekürzt. Wir konnten aber ohne diese 2 Millionen Tonnen nicht auskommen und mussten deshalb große Strukturveränderungen machen, sodass sich das gebündelt hat in einen Knäuel von Sorgen und Ausweglosigkeiten. Und das war einer der Punkte, wo man sagen musste, wie geht's weiter in der DDR? Wie geht's weiter? Nicht nur die DDR spürt 1981 die Folgen der Erdölkrise. Für die Bürger bedeutet sie neue Opfer, zurück zur Braunkohle, erneute Investitionen auf Pump und eine Umweltzerstörung mit gigantischen Ausmaßen. Die Kohle hier, die hier gefunden wurde, war zwar ein Energieträger für die heimische Industrie, aber sie war eine sehr schlechte Kohle und eine sehr schadstoffreiche Kohle. Trotzdem wurde das Unternehmen freigegeben und das Beschluss gefasst, diese Kohle abzubauen, die dann bis hin an die Neiße, an der Stadt Zittau vorbei gehen sollte. Das war also ein sinnloses Unterfangen, denn die Schadstoffe, die mit der Verbrennung dieser Kohle freigesetzt wurden, hätten unser Gebiet noch mehr verseucht, als es ohnehin schon der Fall gewesen ist.
Die Kirche war eigentlich das erste Gebäude, was zerstört wurde. Und dann folgten nach und nach die Wohnungen, die verkauft wurden. Und die Bewohner wurden dann zum großen Teil in die Neubauhäuser, die Sie hier drüben sehen, umgesiedelt. Es war für viele Menschen natürlich eine große Umstellung. Sie waren gewohnt, in ihrem Häuschen zu wohnen, was Garten hatte und eine vertraute Umgebung hatte. Und nun plötzlich in ein so Wohnsilo hineinzugehen, das war für viele sehr schwer gewesen. Wir hatten schon die Vermessung unmittelbar vor unserer Haustüre und die Mitteilung bekommen, dass im Jahre 2005 wir mit Devovationen im Erdreich rechnen müssen. Ja, ich begrüße Sie in der Brandenburg-Klinik, Wandlitz-Waldsiedlung, mitten im ehemaligen Regierungsviertel der Politprominenz der vergangenen DDR. Wir stehen hier vor dem Mielke-Haus. Hier hat Mielke gewohnt, gelebt, gearbeitet aber in Berlin. Eine ganze Häuserreihe in einem 1,8 Quadratkilometer hochbewachtem Gelände. Mielke, Jarowinski und eine ganze Häuserreihe, die letzte. Ein sehr schönes Gelände, wenn Sie das sehen. 54 Vogelarten zwitschern hier. Hier in diesem Haus, wie gesagt, nur eine Wohnstätte für zwei Personen. Ein schönes, großes Haus. Mit recht eigentlich fast geschmacklos eingerichteten Möbeln im Stil der 50er Jahre. Das war ein Uni-Stil in diesem Viertel. Viele hatten gleiche Einbauten, gleiche Geländer und gleiches rundherum. Und alle Fenster und Türen unten waren im Hause vergittert, obwohl das ganze Gelände toll bewacht war und 641 Angestellte der Staatssicherheit an der Zahl für 23 Familien in diesem Gelände. Vorher war das grau, grau wie unsere DDR, grau wie die Trabis der 60er Jahre. Naja, eben ganz grau. Jetzt ist es eine Lust. Jetzt ist es eine Lust. Viele tausend Patienten haben sich in diesen zwei Jahren hier schon erholt. Und viele in meinen Führungen, wenn ich hier diese Tatsachen erzähle, die glauben mir den ganzen Kram nicht mal. Hier in diesem Laden ist der offene Betrug gelaufen. Hier kaufte man einen Videorekorder, der in Westen Deutschlands damals vielleicht 600 oder 500 D-Mark kostete, kaufte die Politprominenz diesen Videorekorder hier für 500 oder 600 Ostmark. Hier kaufte man für Ostmark ständig Bananen, ständig Weintrauben, wonach wir anstehen mussten und nur auf Sonderzuteilungen und ab und zu mal das bekamen, außer in der Hauptstadt. Und das hier, New York, das ist das Haus von Herrn Honecker. Das ist ganz schön konfrontiert gewesen in dieser ganzen Zeit unseres Bestehens, unserer Brandenburg-Klinik. Zu Beginn hatten wir da Patienten untergebracht. Dann mussten die Psychologen einziehen. Was auch eine Kuriosität ist an und für sich, wenn man darüber nachdenkt. Aber eine Sensation ist das Honecker-Haus für mich auch nicht. Nein. Das muss ich sagen, Frau Nickel, das ist es wirklich nicht. Es ist eines der kleinsten hier im Gelände. Und trotzdem zieht es immer noch die Menschen wie ein Magnet an. Warum? Ein Teil deutscher Geschichte ist es auch. Gefällt diese Welt? Oh ja, kann ich nur sagen, denn ich kann nicht klagen. Die Genossen haben Wunder vollbracht, haben aus Schutt und Asche eine prima DDR gemacht. Wenn ich einmal frei sein werde, dann weiß ich nicht, wie wird es sein. Ich grabe meine Hände, oh Deutschland, ganz tief in deine Erde ein. Weinend gehe ich durch die Straßen, mir ist, als wäre es ein Traum. Ich kann die Freiheit gar nicht fassen und müde lehnt mein Haupt an einem Baum. Also zur damaligen Zeit, 1984, eskalierte das alles ja schon. Es gab eine regelrechte Ausreisewelle. Angefangen hat das Ganze mit dem Tag unserer Antragstellung auf Übersiedlung in die Bundesrepublik Deutschland. Am 24. März 1984. Da hatten wir den ersten Antrag gemeinsam, mein Mann und ich, abgegeben, mit dem Wunsch,
in die BRD überzusiedeln, was wir auch als unser Recht empfanden, denn immerhin war, besagte die Schlussakte von Helsinki, dass jeder Bürger der DDR das Land seiner Wahl frei wählen kann innerhalb Europas. Und dieses Recht haben wir ganz einfach versucht wahrzunehmen. Und damit begann die Schikane, die Verfolgung bis hin zum Gefängnis. Also wir wurden zu 2 Jahren verurteilt und haben 11 Monate davon abgesessen und sind eigenartigerweise am 13. November 1985 in die Freiheit entlassen worden. Auf den Tag genau 11 Monate. Sind Sie freigekauft? Wir sind freigekauft worden von der Bundesrepublik Deutschland, ja. Im Gefängnis, in dem Strafvollzug, wusste man genau, dass man uns mit den Kindern fertig machen kann. Und genau das hat man versucht, da hat man angesetzt. Und bei einigen hat man es auch geschafft. Und ich habe einen Hass aufgebaut, von dem ich selbst nicht wusste, dass ich dazu in der Lage bin, so sehr zu hassen. Nur diese beiden Faktoren, der Hass und der Stolz, waren das Einzige, was mich da drinnen aufrecht gehalten hat. Und ich habe immer gesagt, ihr kriegt mich nicht tot, ihr nicht. Also von meiner Seite aus, muss ich sagen, war der eigentliche Grund, finanziell ging es uns ganz super in der DDR. Mein Mann war Handwerker, wir hatten Beziehungen, wir hatten alles. Wir hatten genügend Freunde im Westen, die uns mit dem versorgten, was wir halt in der DDR nicht bekamen. Aber wir hatten eins nicht, die Freiheit. So ging es ja immer weiter, bis hin zum 9. Oktober in Leipzig. Die einen sind gegangen. Die anderen sind geblieben. Und die Gebliebenen haben gesagt, jetzt oder nie. Wenn die alle gehen, müssen wir uns wenigstens hier wehren. Wir bleiben hier, waren die ersten Rufe in Leipzig gegenüber den Ausreisern. Wir bleiben hier, hieß aber auch, wir wehren uns. Wir gehen hier auf die Straße. Wir sind nicht der dämliche Rest DDR, diese Abkürzung. Sondern wir sind diejenigen, die jetzt das in die Hand nehmen. Und damit war das Ende klar. Das Ende der DDR. Der ehemalige Staatschef der DDR und seine Version der Geschichte. Es ist natürlich ein großer Irrtum, dass man annimmt, dass diejenigen, die in Leipzig Sprechchöre machten, wir sind das Volk, und sich anderswo rührten, ja, dass sie den Umschwung in der Deutschen Demokratischen Republik herbeigeführt haben. Es ging einfach darum, dass wir unser Botschafter in Moskau 1987 an die Regierung der DDR berichteten, soll die Persönlichkeiten immer stärker auftragen mit der Forderung, die deutsche Zweistaatlichkeit zu beenden. Das Bündnis wurde ja lockerer. Das Bündnis wurde lockerer. Ich gehöre nicht zu denen, die die Legende des Dolchstoßes vertreten. Schatrow, ein sowjetischer Dramatiker, den ich gut kenne, hat mal in Anlehnung an Lenin gesagt, der Kommunismus sei so gut, niemand würde ihn kaputt kriegen, es sei denn die Kommunisten selbst. Und wenn ich von unseren Niederlagen spreche, dann spreche ich vor allem davon, dass wir in allen Bereichen der Gesellschaft Fehler zugelassen haben. Ökonomische, politische, moralische. Die DDR ist an der Lüge über sich selbst zugrunde gegangen. Und die Lüge war eine wirtschaftliche Lüge, sie war eine politische Lüge, sie war eine menschliche Lüge. Und dabei steckte in dem, was sie wollte, so viel Wichtiges und Richtiges. Aber eigentlich war sie auch ein Export, ein stalinscher Export. So ging das nicht. Man wollte wohl Deutschland bändigen, indem man es teilte. Und den eisernen Vorhang zwischen uns legte. Und das ist
auf Dauer nicht gelungen. Und ich glaube, wenn man das Selbstbestimmungsrecht von Völkern so missachtet, wird das längerfristig nie gut. Wie gesagt, die Nacht 9. November, für einen Moment, als ich zur Dienststelle fuhr, da muss ich dir wirklich sagen, also, da blieb die Welt irgendwie stehen. Aber dafür drehte sich eine halbe Stunde später, drehte sich dann die Welt umso schneller. Und die Ereignisse überschlugen sich. Befehle kriegt man im Grunde genommen aus dem Westfernsehen, ich muss es so sagen, beziehungsweise von DDR-Fernsehen, wo dann ein Interview mit Dickel war, der dann uns sagte, wo wir die Grenzübergangsstellen aufmachen, Platz. Wo wir die Grenzübergangsstellen aufmachten, während wir uns noch mit unserem Vorsitzenden stritten, wo wir es eigentlich aufmachen wollten. Also das waren so Ereignisse, wo ich dann sage, die Führung der Grenztruppe und auch die politische Führung zu dieser Zeit absolut sprachlos. Ich war zu diesem Zeitpunkt stellvertretender Regimentskommandeur eines Grenzregiments im Norden Berlin. Ich sage, ich ziehe heute noch den Hut vor einigen Soldaten, die in der Nacht vom 9. zum 10. November Dienst hatten, konkret der Wachposten, der Sicherungsposten im Bereich der Bornholmer Straße. Ich glaube doch, dass das auch ein bisschen Mut gemacht hat, das Verhalten der Bevölkerung uns gegenüber. Hier eben ist das Brandenburger Tor für Fußgänger geöffnet worden. Ich sage mal spaßhalber, ich bin ab sofort sozial gefährdet. Was wird die Zukunft bringen? Ich glaube doch viel, viel Kampf. Eine Karriere im freien Fall vom Grenzkommandeur zum Unternehmer. Lothar Stein ist nun Besitzer einer Imbissbude an der Berliner Mauer. Und ein Taschentuch zum Nase abwischen. Und das alles für 42. Grüß dich. Ja, alles gut? Ja, komm, Prost. Oh. Du hattest mich doch vorhin gefragt, ob ich mich noch als DDR-Bürger fühle. Zwei Seelen wohnen auch in meiner Brust. Goethe, Faust erster Teil. Oft überlegst du. Natürlich, du warst 40 Jahre DDR-Bürger. Das ist mein Alter, ich bin 48 geboren, alles mitgemacht, Berufsausbildung DDR, ja, dann Grenztruppe als Soldat. Also das war mein Staat. Und heute sage ich eines Tages, Mensch, du hast jahrelang mit einer Lüge gelebt. Du bist, das hatte ich schon mal von der Kamera gesagt, missbraucht worden, nicht betrogen worden. Also ich glaube, dazu habe ich zu viel gewusst. Aber missbraucht worden, um die Macht Einzelner zu erhalten und nicht das, was du eigentlich gedacht hast, etwas für eine Sache zu tun, von der du überzeugt warst. Und da tut natürlich vieles weh. Thank you.